Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy Part 109. So, das war wieder sowieso ein übermäßig längerer Part. Also dann morgen auch nochmal und übermorgen auch nochmal so ein übermäßig längerer Part. Und dann kann man das einfach gleich zweimal nochmal aufnehmen. Die anderen wird auch übermäßig lang werden, aber wo man halt nicht so im Dings geht. Und machen jetzt dabei, wo wir aufgehört haben. Let's go! Er hat halt nicht mehr geredet, weil das ganze Geschwatz haben wir schon drauf, deswegen. Und los geht's. Rebellion. Bombarda! Vorsicht bitte! Confringo! Ist das ein Implantat? Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Das ist gut. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie dem weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Ah, cool. Und ich habe mich schon gewundert, wo bekomme ich denn bitte schön jetzt her, die Grabhorn her? Ich habe schon ganz lange nachgeguckt, wo ich die eigentlich herbekommen. Jetzt weiß ich, wo ich herbekomme. Hier. Geil. Ah, warte mal, ich muss kurz was anderes machen. Das gefällt mir eigentlich gerade gar nicht. Ich gehe jetzt hier drauf und guck mal jetzt. Hier. Ah, nein. Ah, geil. Hier kann ich mir die Masken auch machen. Die lassen mir, wenn mir die Maske nicht passt, kann ich mir hier eine andere Maske annehmen. Oh, die sieht mal geil aus. Alter, die sieht ja mal nice aus. Hier die Maske hier mal. Die sieht ja mal geil aus. Die sieht ja mal geil aus. Also die Maske sieht jetzt mal geil aus. Sieht ja mal geil aus. Oder die. Geil. Und dann kann ich die hier auswählen, dann habe ich die hier nämlich wieder. Weil die Maske hatte ich schon die ganze Zeit gehabt, aber die sieht auch geil aus. Maske. Ja, aber die habe ich ja, das ist die, was ausgefüllt ist, wenn du drauf guckst. Aber warte. Maske der dunklen Künste. Die ist auch geil. Aber die, wo ich jetzt, gefällt mir am besten. Das zeigt die Maske an. Das zeigt jetzt die Maske an. Und die finde ich ja scheiße, die Maske. Und deswegen finde ich das cool. Die Sachen, was ich so scheiße finde, kann ich so austauschen und auswechseln. Das finde ich gerade mal krass.
perfekt. Jetzt habe ich sie gegen diese gegen diese weiße. Aber die andere ist aber auch nicht schlecht aus, gegen die dunklen Künste. Die Maske der dunklen Künste. Das war nämlich die hier. Ich weiß nicht, soll ich die behalten oder soll ich die andere ganz komplett nehmen? Die andere hat mir die hier. Keramikmaske. Ja, weil die Keramikmaske gefällt mir auch ganz schön ganz gut. Ich finde es cool, dass ich hier die ganzen. Ich finde es halt geil, dass ich hier die ganzen Varianten für das alles hier habe. Das finde ich mal geil. Also was, ich spiele mit der Keramik weiter einfach. Weil die Keramik fällt mir einfach am besten, wenn so das ganze Gesicht abgedeckt ist. Die andere fällt mir auch, aber die kann man ja dann schwer dann nehmen, wenn das ist. Es zeigt ja immer noch die an, aber die habe ich jetzt. Zeigt es immer noch an. Klar. Aber ich kann hier hingehen, kann sagen, hier umwechseln. Das ist einfach nur nice. So. So, wo ist das Ding jetzt? Hier vorn. Alter, ihr veräppelt. Ihr wollt mich doch gerade veräppeln. Hier kann das sein. Oh Gott. Himmel. Wisst ihr was? Ich mache es mal hier die ganzen. Ich mache mal die ganzen Dinger hier mit frei. Weil das bringt ja gar nichts sonst. Ja, klar. Und fliegen darf ich noch nicht mal, Alter. Das ist doch... Warte mal. Ah, das ist er. Soll ich den ganzen Weg auch noch laufen, oder was? Ey, ich finde es einfach doof halt manchmal an Stellen, dass du halt manche Stellen nicht fliegen kannst. Aber wenn ich ein Tierwesen fangen muss, das ist geil. Wenn ich so ein Krabhorn fangen muss. Warte mal. Rebellion. Gleich mal hier. Kann man jetzt endlich. Jetzt auf einmal darf ich noch mal fliegen hier, verdammt. Jetzt auf einmal darf ich hier. So. Ich mache jetzt erstmal hier die ganzen Schnellreisen frei, weil das bringt ja gar nichts sonst. Oh, halt, den nehmen wir gleich mit. Nein! Steig doch ab, Alter. Ich hab doch gesagt, steig ab. Lass mich zu. Boah, dafür. Das überlebst du nicht, mein Freund. Doch. Ah, noch einer. Perfekt. So. Kurz hier aus. Platz hier. Gefühlt. Konzentrieren. Alter! Oh, ja, ja. Glacier! Defendung! Konfrentung! Bombarda! Thank you.
ne? Ach verdammt, ich muss jetzt nur gerade das Kind mal mit. Potato! Wenn der in seiner Keule ankommt. Weißt du was? Entspann dich, mein großer Freund. Genau, entspann dich mal, Freundchen. So. Wingardium Leviosa! Ja, toll, was hat das jetzt gebracht? Toll, was hat das jetzt gebracht? Oh Mann. Junge, warum wechselst du, dummes Stück? Mein Gott, ey. Jetzt. Und immer diese Wechselreihe, ich hasse das immer hier rumwechseln, ich bin verrückt. Rebellion. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich normale Arbeit. Ich habe bei Kreuzkopf schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Dann kurz. Potato! So. Richtig krass. So. Dumme Tierwesen für alle da. Confringo! Gepinto! Bombarda! Leise wie ein... Das schwimmt einfach. Lazio! Eskos Totale! Wow! Protego! Krass. Da doch präzise Kusse. Geil. Hier den gleich den Totalus noch angewendet, obwohl er eingefroren war. Krass. Die Neugier, die man hier in Hogwarts beibrachte, wird ein Unrecht sein.
wirst du nicht überleben. Ja, das ist so. Henne, kurz hier oder nicht? Da steht in der Freund. Da fahren wir gerade. Protego, es ist hier. Ist dein Befehl. Platz hier. Du hast uns Nora Treadwell genommen. Geil, auch wenn die eingefroren sind, kannst du Driftkurs total anwenden. Ey, das ist ja auch mal krass. Cool. Was Neues rausgefunden. So. Okay. Perfekt, dann kriegt er nicht dann den nächsten. Der hat gleich verspiegelt. Fällt's ab. Okay, Stufe. Na gut, dann warten wir. Ja, genau. Und jetzt 10 von 10. So. Das war's, mein Freund. 10 von 10. Wenn ich sowas schon zähle, wenn ich schon Gegner sehe, nehme ich die Gegner gleich mal mit hier alle. Richtig krass. So. Warte. Perfekt. So. Warte mal, dann haben wir hier noch den. Dann machen wir hier gleich die zwei gleich noch mit frei, weil das bringt jetzt uns gar nichts. So, im Kampf. Troll, hier. Versiege Trolle. Raus, Bam. Da brauchen wir 15 von denen. Oh, geil. Kann ich das auch gleich mit freischalten, was hier ist? Dann habe ich das letzte von denen hier auch gleich mit freigeschalten, ist auch geil. 5 gibt es hier nichts mehr. Da fehlt noch einer. Einer noch. Einen in Ferien noch ein. Und den Troll kriegen wir gleich nochmal ein. Aber ich finde es geil, wie du hier noch Trolle kriegst, auch als Gegner. Da drüben ist wieder so ein Troll. Mal gucken, was der denn. Mal gucken, was der denn für eine Aufgabe da gibt. Oder was der hier will. Hey, Trolli! Ach,
Wer nicht hören will, muss fühlen. Ah. Finde ich es manchmal richtig gut, dass ich die überhaupt da reingepackt habe, diese Flüche. Und dass ich auch hin und her switchen kann, das finde ich auch toll. So. Dann geben wir mal ein paar Gas hier. Hä? Gegner? Wie, wo war's der Gegner? Wo Gegner? Da oben. Ja. Klar, hier! Achtung! Praktisch komplett durch Portal! Krass. Halt. Wo sind die Gegner? Hallo? Gegner, wo seid ihr? Egal. Irgendwo sind sie schon. Ah, schon nicht da unten. Halt, dann nehme ich die gleich mit. So, nehme ich dran vorbei und Kabams. Müsste es nicht dann irgendwo noch einer geben? Ja. Und los geht's. Dann wollen wir den auch gleich mit wegkloppen. Zack, schon zwei. So. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das stimmt. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, aber man muss nicht weggehen. Revelio. Nein. Revelio. So. Repar. Falsche Revelio. Immer drücke ich die falsche Richtung, ey. Das ist nicht mehr normal, ey. Haben wir nochmal irgendwas zum Reparieren? Den Hammer, den Hammer. Also da müsste es noch zwei Stück geben oder drei. Also eigentlich drei, aber noch eins müsste es geben irgendwo.
Ist halt nur die Frage, wo. Reparo. Damit das erledigt. Die kleine Reparo-Aufgabe. Das ist so eine, Gott sei Dank, so eine extra Überlänge. Also braucht ihr euch da keine Gedanken machen, dass dann jetzt so früh Ding ist. Ende Gelände ist. Nein, nein, ist nicht. So, jetzt da. So. Obwohl ich... schon mal wenigstens die Dinger alle frei haben. Ach komm. Pompada! Protego! Verdammt, das wollte ich gar nicht. Hör auf, komm! Stufe! So. Damit sind auch die erledigt. So, dann können wir da einfach gleich die Schnellreisen hinmachen, wenn wir da wieder hin müssen. Und brauchen hier nicht lang rummachen, ey. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ja, wisst ihr was? Dann nehmen wir die Gegner gleich hier mit, was wir hier haben. Es ist anstrengend, den ganzen Tag rum. Abgesetzte Mieten. Zeit erfasst! Petrifikation! Kommt mal her! Du! Gut! Expulsion! So, jetzt ist es einfach. Da muss ich noch einmal. Bombarda! So. Lazio! Und ich hätte kurz vor Karte. Damit seid ihr auch erledigt. So. Die Sachen kann ich dann später noch reinzacken. Let's go.
Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Ich weiß, mache ich auch. Dann nehmen wir den gleich noch mit, wenn wir dabei sind. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Okay. Mal kurz weg, ich muss erst mal gucken, wie ich den da einbringen muss. Ah, okay, ich hab's. Genau so. Jetzt der Wolf. Jetzt haben wir das auch. Ich muss gerade gucken, dass ich das jetzt richtig eingebracht habe, den Mist. Gut, und dann let's go. Wenn wir schon dabei waren, haben wir das auch noch gerade mit Knummelglei. Hier muss es sein. Oh. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Bombarda! Ja, war wieder klar. Diese einfache Aufgabe hier mit Zerstörung hier. Rebellion. Okay. Bombarda. Gibt's noch eine? Rebellion. Ich glaube, einen brauche ich noch. Ah, da oben. Alles klar, schon gesehen. Jetzt muss ich schon wieder nach oben klettern. Hier. Bombarda! Und das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ja? Ja, die dann mitnehmen können. Gut. Dann jetzt zu der. Hier hin. Genau. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Hä, den sollen wir fangen oder was? Ach, das ist der hier. Ja, das ist Krabbenporn. Oh ja. Bombarda! Cassius!
Okay. Oh, Alter! Was bleibt man denn? Protego! Ja, okay, ich sollte ihn nicht. Okay. Warte. Bombard! Gefickt! Das ist ganz schön wild. Das soll Kraft sein, oder was? Alter, ich hab dich. Contrengo! Sollten wir nur schwächen oder was? Okay. Ja, aber treib, Junge. Ja, aber treib doch. Schwächer sein. Jo, übertreib nicht, Kollege. Contrengo! Platz hier! Gemacht habe. Ruhig, mein Junge, ruhig. Ich brauche deine Hilfe. Ruhig, mein Junge, ruhig. Brav.
weiß ich, jetzt kann ich immer einbürzeln. Das brauche ich noch mehr Tränke, das ist nicht mehr. Brauche ich, kann ich nur einbürzeln. Ruhig, mein Freund, ruhig. Aha. Perfekt. Mal los! Schneller! Sollen wir mal einen Zahn zulegen? Ja, wir wissen nur nicht mal, wo wir hin sollen. Wenn der jetzt noch beschäftigt ist, bin ich gleich wieder da. Hier bin ich gerade wieder von der Nacht. So. Okay, dann wollen wir mal. Wie wär's mit einem Rundflug? Halt. Dann habe ich die Wolke zurück, danke. Ah, warte mal. Rebellion. Dann war es wahrscheinlich schon richtig, was ich gemacht habe. So. Zeit für einen Ausflug. Na, also, am Abend. Und einmal mitten durch die Wand. Öffne dich. Jetzt haben wir die Tasche mit, aber das haben wir ja. Sehr schön. Durch. Rebellion. Perfekt. Ich weiß, ich muss dann gucken, dass ich dann wieder neue Tränke auffülle. Aber ich habe gemerkt, die Tränke haben sich wirklich ganz gut hier. Ja, das ist nicht so gut. Cool, dass es eine Überlänge gibt davon. Perfekt. Den haben wir jetzt schon mal, den Kollegen. Und dann kann man dort auch diese Krabbenhorn kriegen. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Ja, natürlich. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Was? Das war schon alles? Ah, gerade das war eine leichte Prüfung, ich meine Güte. Das war ja eine leichte Prüfung gerade. Die war ja wirklich leicht. Aber das Beste ist jetzt,
Okay. Wenn das alles an der Prüfung war, dann... Guten Morgen. Oder guten Abend, besser gesagt. Krass. Revel. Ja, die Prüfung war jetzt schnell fertig. Okay, dann mal anziehen. Trophäe erhalten. Erinnerungswelten. Hallo? Isidora? Isidora? Ach, Mr. Morgenhag, ich... Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater... Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Ah, das ist jetzt nur die Erinnerung. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Da müssen wir auch noch hin. Weil da ist das Finale. Auch da gehen wir nicht hin. Das machen wir noch nicht, das Finale. Das machen wir noch nicht. Wir machen jetzt weiter mit den Nebenquests. Ich habe jetzt nicht geprüft, weil ich mal das mit deiner Hauptquest hatten, aber jetzt mache ich die Ding weiter. Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz, ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Wache auf! Sie lebt. Sie ist tot. Sie hat er hat Avada Kedavra benutzt. Sie ist tot. Vergiss es.
Okay. Ja, wir müssen ja auch noch gegen Rockwood antreten und gegen die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Und das ist nur das, was wir nämlich... Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Und das ist genau das, was wir jetzt nämlich nicht machen. Wir machen jetzt hier, mit Nebenquests weiter und das war's. Ich habe jetzt noch die letzte Prüfung gemacht, deswegen, aber andere reicht alles. Wir machen jetzt mit Nebenquests weiter. Das heißt, ich verziehe mich jetzt in den Raum der Wünsche zurück. So. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hingehen und werde jetzt wieder ein paar Nebenquests machen. Das ist eine Hauptmission, die mache ich aber nicht. So. Kampf. Gab's noch irgendwas? Thank you.
Jetzt muss man gucken, wo man den dann rauslassen können. Ob wir den dann im anderen Ding rauslassen können. Da oben oder in dem... Ah ja, vielleicht bei Dings können wir den rauslassen vielleicht. Da war unser... Ja, da hinten muss ich hoch. So. Ja, und den können wir hier rauslassen. Und dann lasse ich den auch hier raus. Na, mal komm ich hin. Ich habe den Dr. Künstler jetzt hier rausgelassen. Das heißt, ich habe jetzt hier... Was wird dann den? Dann bekomme ich hier das Krabhorn. Krabhorns. Na also, perfekt. Jetzt habe ich die auch, jetzt brauche ich da auch nicht mehr kaufen. Das ist sehr schön. Brauche ich die Rittwand auch nicht mehr zu kaufen. Okay. Perfekt. Jetzt brauche ich die so lange schon mal neben der Kerfe. Wohlfühlen da drin. So. Warte mal. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Nee, alles gut. Vielleicht ein anderes Mal. Passt schon alles, alles wo das passt. So wie es ist, passt das. Auch schön den tiefen Blau gehalten. Richtig gut. Gut, dann gucken wir mal Aufträge. Nee. Okay.
dann reisen wir mal dorthin. Das heißt, wir kriegen dort auch dann diese ganzen Krabbenhorn. Wie es aussieht. Den König haben wir. Mal gucken. Ah, und dann kann man hier wieder, wenn man den hier ruft, kann man da auch wieder rein. Krass. Ja, da will ich ja gerade nicht hin. Dann gehen wir jetzt weiter. Geh doch da oben. So geht's noch runter, will das heimlich verarschen, oder was? Oh, Junge. Aha. Bereich, okay. Ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Ah, meldet sich auch wieder. Perfekt, dann gehen wir gleich dorthin. Aber ich nehme jetzt noch kurz das hier. Ja, auch bald hier mit so und bam, 3. Apare Kedavra!
Na, also weiter hat's erwischt. Sehr schön. Oh, hier vergessen meine Dinge aus. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Weißt du was? Dann gehen wir zurück in den Raum der Wünsche. Hogwarts. Und reißen, so. Perfekt. So. Okay. Ja, den werden wir auch mal, den werden wir auch gleich brauchen noch, den Felix Felicis. Kann man nie wissen, ob man den gebrauchen könne. Das Glück. Mein Inventar wieder voll. Ah, okay, habe ich schon voll. Alles klar. Ja, ich habe das Inventar wieder voll. Perfekt. Dann, warte. Eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie ich das schaffen kann, weil ich habe ja dann damit nur Glück und habe dann keinen Pech. Gut, dass ich mit dem Brau gerade. Erhöht die Chance auf Erfolg des Trinkens. Krass. So. Perfekt. Dorthin. Hm.
Weltkarte. Perfekt. Dann schauen wir mal. Ich will nicht verwirrt werden von dem Mist hier. Das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du, warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Genau. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Mhm. Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderern erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Okay. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Nee.
Auftrag gucken. Gar nicht noch mal probieren, aber und das los geht's. Reisen wir dahin. Und zwar schnellstmöglichst. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, wegen Enedor. Muss ja. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Und abheben. Ein Fliegerass. Einfach unglaublich. Okay, los geht's. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkäfer am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Genau. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Dann los geht's, let's go. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Genau. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Für mich. Dann bin ich da vorne. Dann ist so ist es einfach. Thank you.
Rebellion. Alles klar. Dann... haben wir das und rein. Ach, drüben. Ich grüße euch. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Gut. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Okay. Bam. Rebellion. Jetzt muss ich gerade gucken. Ah, jetzt hast du hier Leute, das muss ich als erstes dann. Alles klar. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Ach hier. Den anderen hierher. Hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Glaube ich auch irgendwie. Ah ja, okay, das kann wahrscheinlich sein. Das könnte vielleicht sein, ich bin dunkel heute. Hm.
Akio. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Glaube ich auch irgendwie. Revelio. Aha, warte mal. Mit Licht und Dunkelheit. Schwieriges Rätsel, ohne Witz. Rebellion. Wir müssen dieses Rätsel lösen, um ihn hineinzukommen. Okay. Ist klar, aber... Licht und Dunkelheit. Ja. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, ist schön, danke, dass du es sagst, aber das ist halt die Frage, wie. Ach hier. Kann man das Ding hier vielleicht irgendwie drehen? Warte. Nichts ein. Das kann man nicht irgendwie. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, ist ja gut. Licht und Dunkelheit ist schön, aber... Licht und Dunkelheit, Licht und Dunkelheit, okay. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Perfekt. Vorerst, jedenfalls. Du kommst nicht mit rein?
Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht ohne mich. Jo. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Weil, Alter, das war ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe das jetzt einfach per Zufall einfach gemacht. Ich habe das jetzt einfach mal per Zufall mit Aki rübergezogen und gedacht, okay. Licht und Dunkelheit. Okay. Hab gedacht, okay, dann ziehe ich das Ding einfach mal rüber und lasse das andere dort einfach stehen. Weil der Mond steht hier eigentlich für... ist dadurch dunkel geworden. Gut, dann jetzt rein. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber Hauptsache gemacht. Perfekt. Mann. Gott, ey. Super. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt angestellt habe. Hauptsache, ich habe es geschafft. Das ist die Sache. Revelio. Okay. Ah ja. Sieh dir die Malereien an. Confringo! Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Hä? Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Revelio. Gut, dann gehen wir mal außen rum. Mal gucken. Das ist so übersichtlich gerade, das merkt man gerade. Wingardium Leviosa. Revelio. Okay. Leviosa. Protego. Leviosa. Das, als ob das jetzt nicht so offensichtlich war gerade eben. Um da hochzukommen. Tja. Oh Gott, danke. Leviosa. Und da bin ich wieder.
Bombarda! Ah ja. Cool. Einfach mal alles zerstören hier drin. Komm, trink! Wer auch immer das hier erbaut hat, hat gerne gelesen. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Genau. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Genau. Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Oh mein Gott. Alles klar. Ringardium Leviosa. Die Bodenplatten sind mit Symbolen versehen. Ah ja? Okay. Ah ja. Ringardium Leviosa. Bitte schön. Jetzt ist einer. Das ist diese Ding, was ist das? Ringardium Leviosa. Na gut, dann. Dann das hier rüber. Alles klar, funktioniert nicht. Ah! Alles klar, das Ding ist da hinten. Achtung! Na also. Und jetzt? Schön. Und was jetzt? Ich sage jetzt nicht, dass es hier noch eine gibt. Das wäre es nämlich jetzt gerade. Hä? Revelio. Ah ne, das sind wir hier von her gekommen, okay. Hä? Da oben hin oder was? Ringardium Leviosa. Okay. Huh?
Nee, 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 lass, geh mal weg, geh mal weg. Jetzt. Sag ich doch, weg. Einfach mal, ich mach das jetzt. Toll. was hat das jetzt gebracht gerade? Rebellion. Was hat der... schön. Was hat das jetzt gerade... Was hat das jetzt gerade gebracht, so schön? Meine Güte. Okay. Ah, hier drüben ist vielleicht noch irgendwas. Aha. Toll. Revelio. Ist hier irgendwo noch ein Weg oder was? Einen Moment. Okay, das war nur das hier. Alles klar. Das ist klar, aber... Rebellion. Das ist halt die Frage, wie? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh Gott, das ist weit nach hinten gestoßen, das Ding. Ah, ich trau... Warte. Das war so klar, dass das nicht funktioniert. Da oben ist ja auch nichts in dem Sinn. Ist es der schon wieder weg? Wingardium Leviosa. Anscheinend muss man hier bleiben, kann das sein? Man darf sich wahrscheinlich nicht entfernen von hier. Gott. Prima. Anscheinend muss man hier bleiben, weil es bringt wahrscheinlich sonst nichts. Wingardium Leviosa. Dann frag ich mich mal, was das denn genau. Da frag ich mich mal, was das jetzt genau bringen soll. Rebellion. Ja, schön, aber was drin? Repar. Okay, reparieren kann man hier nichts. Alles klar. Oh.
Ja, auch nicht. Okay. Man kann anscheinend gar nichts reparieren hier. Toll. Revelio. Leute, ich habe jetzt echt gerade gar keine Ahnung. Confringo! Toll, was bringt das jetzt? Kann man jetzt mal einer sagen, was das jetzt bringen soll? Schnatzer. Revelio. Schön und gut, aber was? Also sorry, Freunde, ich habe echt keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Die Aufgabe, ich weiß jetzt echt nicht, was diese Aufgabe gerade bringen soll. Bombarda! Gefinde! Konfringo! Toll. Ich krieg zu viel gerade. Ich weiß echt nicht, was jetzt hier. Wingardium Leviosa. Warte mal. Jetzt sag mir, ich muss jetzt. Bitte sag jetzt das nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber. Ich muss kurz nochmal hier. Revelio. Nee. Bitte sag mir jetzt nicht, ich muss. Das Scheißding von da oben. Wingardium Leviosa. Alles klar. Wingardium Leviosa. Ne, frag mich nicht, was das jetzt gleich ist. Confringo! Also, sorry, ich raff da jetzt. Momentan, ich raff grad gar nicht. Leviosa! Ich raff da jetzt gerade momentan gerade nichts. Revelio! Thank you.
Bombarde! Nee. Keine Ahnung. Rebellion. Sind es die? Rebellion. Bombarda. Und nach dem echt keine Ahnung, ey. Rebellion. Ja, das verstehe ich jetzt Rebellion. Nicht. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, was das jetzt gerade bringen soll. Hier. Ja, das ist da oben, das weiß ich. Aber was soll denn das jetzt bitte schön bringen? Ich weiß ja nicht mal, was das jetzt gerade. Ich weiß ja nicht, was die Teile. Ich weiß ja nicht, was die Teile jetzt gerade bringen sollen. Wingardium Leviosa. Dass die Dinger hier drauf sollen, das weiß ich, aber. Und was soll das jetzt bitte schön bringen, wenn die da drauf sind? Wingardium Leviosa. Sorry, aber ich verstehe dich nicht. Ich verstehe die ganze Sache hier gerade nicht. Sorry, aber jetzt. Ich raff grad gar nichts. So, damit ist das jetzt hier drauf. Toll. Aber was bringt das denn? Ich weiß nicht, was das jetzt gerade bringen soll. Was soll das jetzt bewirken? Ich verstehe das nicht. Rebellion. Ich verstehe das echt nicht, was das jetzt bewirken soll, der Mist.
Ja, toll. Und was bewirkt es jetzt? Kann mir das jetzt bitte einer erklären? Ach, Himmel. Komm, trink! Bombarda! Befindung! Vielleicht noch irgendwas. Rebellion. Das ist nichts. Oh, Kinas, ey, das ist jetzt knifflig. Das ist jetzt eine knifflige Aufgabe, ohne Scheiß. Das ist eine richtig knifflige Aufgabe. Ey. Brauche ich eigentlich gar nicht machen. Hä? Warte mal. Achso. Alles gut. Ich bin gleich wieder da. So, Freunde der Nacht. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe gerade geguckt, was ich machen muss. Ich habe jetzt echt nicht mehr gewusst, was ich habe echt nicht gewusst, was ich da machen muss. Aber jetzt weiß ich es, Gott sei Dank. Okay. Und... Lazio! Ha! Natürlich! Wie clever! Ja, das war wirklich clever gemacht, wirklich. Da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, Freunde der Nacht. Sieh dir das an! Revelio! Ah, okay, das sind keine Tierwesen. Alles klar. Was war das? Nicht Kämpfe. Doch. So viel ist sicher. Kruzio. Ja. Zum Beispiel. Das war ein Kampf. Ist das so? Ja, komm. Okay. Aber was hast du da dran? Ah ja. Zauberstäbe bereit. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Protego! Stufe! Sollen wir beenden, was wir begonnen haben? Kurzio! Das war ein Fehler! Das ist ein Fehler! Expelliarmus! Benutzt heutzutage kein schreckliches kleines Grünzeug. Imperium! Ich bin. Protego! Du! Er hilft mir vom Pult. Was soll das? Was war das? Du, seid jemand eine Lektion zu erteilen? So. Kurzio, Kurzio! Wieder da, wie ich sehe. Du!
Protego! Und du! Ich glaube, das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Na also. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Oh Gott. Bitte, nicht schon wieder so ein Rätsel. Auch ich muss gar nichts mehr machen. Anscheinend. Ja, jetzt hier rein. Okay. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass man das wirklich eineisen muss. Da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen gerade. Da. Da sind sie. Okay. Oh ne, bitte nicht schlüpfen, bitte nicht. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ja. Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Okay. Perfektes Schlüpfen. Bei Merlin, wie wunderbar. Das stimmt. Kann ich die einfangen, dass ich sie mitnehmen kann? Nur wohin mit ihnen? In den Raum. Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Raum der Ihnen Wünsche. Wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Ich hätte ihn jetzt in den Raum der Wünsche mitgenommen. Ja, aber das war wirklich clever clever gemacht. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Mach das. Wie du willst. Im Raum der Wünsche werden die aber besser aufgehoben als wir hier. Confringo! Gut, dann gehe ich jetzt. Ja, toll. Jetzt haben wir den ganzen Weg wieder so zurückgelatscht. Na komm! Boah, wie immer, ey. So ist der Innenlicht blöd und das ist das. Ich hasse das sowas. Gut, dann eben zurück. Aber dass es ja echt keinen schnelleren Ausweg gibt für sowas. Okay, komm. Alter, kommt nicht mal da rum, ey. Was ist das, ey? Okay, jetzt raus hier.
Gold und Ding. Jetzt raus hier. Alles klar. Gut zu wissen. Okay. Ne, von da bin ich gekommen. Das heißt, ich muss hier hoch. Na, das war jetzt nicht zum Verlaufen, wenigstens. Also, eine weitere Aufgabe erledigt. Jetzt raus hier. Also. Rebellion. Mit dir. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. So. Ich weiß nicht, ob ich alle mal mit, was sie sind. So. Ich will auch keine Angst haben. Ihr seid bei mir ganz schön sicher. Ich pass auf dich auf. Bombarde! Nein. Ah, scheiße, ich hab's noch nicht drauf. Stell dich doch nicht so an! Och, Mann! Jetzt ist alles gut. Rebellion. Haben wir irgendwelche anderen? Nee, haben wir leider nicht. Oh, haben wir nicht. Okay, perfekt. Los. Confringo. So. Protego! Stufe! Stufe! Bombarda! Gefinde! Konfring! Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. No.
Revelio. Vielleicht muss ich da irgendwie reinkommen. Oder was? Ja. Nein. Perfekt, ich komme wieder hoch. Los. Wenn Professor Fig das nur gesehen hätte. Perfekt, wir haben's. Rebellion. Mein Gott, nein, das würde ich. Alles klar. So. Reisen wir mal dorthin. Wenn man die Dinger sieht, dann ist es ganz einfach, aber wenn man die Dinger schwer sieht, dann... Poch, nee. Kriegt. So. Oh, warum den Fall? Ich schwöre den falschen Knopf, ey. So. Kampf. Oh, das ist das letzte. Perfekt. Die brauchen wir schon mal nicht mehr. Die haben wir alle. Die haben wir alle. Von den Inferi brauche ich noch ein. Da brauche ich dann. Zwölf. Oh, 100 Erde. Oho. Einen haben wir. Ist erledigt. Oh Gott, nein. Komm her. Weiß Talent. Da haben wir gerade momentan ein. Weißt du was, wir machen das jetzt hier. Was ist das?
Und was bringt jetzt das hier? Bei Schleichen. Was machen wir das dann hier? Das Schleichen. Machen wir hier noch komplettes Schleichen da fertig hier. Dann haben wir das nämlich auch. Perfekt. Okay. Das sollte ich untersuchen. Ich bin zwar Wilderer, aber ich hasse Tierwesen nicht. Wir hatten früher einen Kniesel. Ich war traurig, als er starb. So. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Vielleicht schaue ich... Kruzitio! Protego! Du! Oh, zu brutal. Ha, selbst ein Knuddelmuff. Hast du schon? Hast du schon? Was ist da? Imperium. Oh, okay. Ich krieg grad nicht mehr rein. Protego, von meinem Kopf. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Genau. Alles klar, kann man nicht aufnehmen. Egal, nicht schlimm. So. Ja, wir machen noch ein bisschen länger. Ajo. Auf, komm. Ja, so. Tja, Freundchen, das war wohl nichts. Okay. Ja. Was soll das jetzt eben? Bombarde! Alles klar, wenn das nicht funktioniert, dann eben so rum. Hey.
So. Dann. Revelio. Mhm. Bombarda. Dann haben wir das. Bombarda. Bombarda. Und Bombarda. Revelio. So. Und Confringo. Und da muss er. Perfekt. So. Oh, Revelio. Bombarda. Da komme ich so nicht rein. Das heißt, ich brauche... Ringardium Leviosa. Perfekt, und jetzt hier rein. Mhm. Aber das finde ich cool, dass man das, dass man die Dinger, was man da hat, auch so findet. Okay. So. Perfekt. Machen wir noch ein bisschen mehr mit dem. Machen wir 5 Sekunden noch ein bisschen mehr. Alles drin ist uns nichts. Zweifellos schon lange verlassen. So.
erstmal schnell hier die Treppe hoch. Leiter hier hoch und dann. Bombarda! Komm, trink! Einmal und Bombarda! Da muss wahrscheinlich hier unten drin sein. Na also. Habe ich mir das gedacht, hier. Noch eine Aufgabe, dann. Und noch eine davon erledigt. Dann noch eine Aufgabe erledigt. Und. Dann kriegen wir bald genug Geld zusammen. Na also. Nee, vergiss es, ey. Siehst du? Schon mal über 3000 und das ist sehr gut. Und es war mir ein Vergnügen. Dann fange. Gut. So. Dann. Da drüben jetzt hin. Ja. Wir machen trotzdem noch ein bisschen mehr dazu. Da drauf ist es hier. Mit Bandit hier ist nun Hammers. Und morgen gibt es genau so einen langen. Morgen gibt es nochmal so ein langer Part. Und. Erkundung. Ah ja, hier. Ah, eine noch. Cool. Dann haben wir das. Und dann komme ich zur nächsten. Und dann habe ich die nämlich hier auch fertig, weil deswegen stehe ich jetzt schnell hier. So. Dann haben wir gleich den vierten Balken dafür dazu. Und vielleicht noch einen fünften, glaube ich, noch haben. Okay, los geht's. Ich nehme immer irgendwelche Gegner noch mit, wenn was ist. Ja, jetzt. Konfringo! Protego! Weil wir Probleme machen. Konfringo! Weg.
Confringo! Protego! Stufe! Confringo! Rüber vielleicht. Nee, komme ich leider nicht. Ist auch nicht das Problem. Ich fliege einfach. So. Damit haben wir den. So. Ja, Herrgott's Namen hier. So. Erkundung. Das und dafür brauchen wir 12. Alles klar. Sind hier irgendwo noch Gegner vielleicht? Himmel. Katastrophe gerade. Nee. Nicht gut. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Also, Karte. Warte. Was ist das? Künste. Reißen wir mal dort hinten hin. Bin mal gespannt, wie die ist. Kampfarena der dunklen Künste. Ich bin mal gespannt. Schneller sein müssen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aber ja. Yeah.
Bin ich mal gespannt. Rebellion. Ah ja. 3. Rebellion. Alles klar. Und nur diese Stand mit rein kann oder was? Dann betreten wir mal die Arena. Bin mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt ist. Die Arena. Bereit? Richtig bereit. Ein Lamm auf der Schlacht. Kotio. Potato! Du! Nicht das! Ja, auf! Au! Los, komm! Was ist mit dir? Los, komm! Ja. Potato! Du kommst ja wohl zurückzuschlagen. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Ein lästiger Mensch weniger. Potato! Du bist wie ein Lumpen. Der nächste kommt. Du! Ich habe keine Zeit! Du! Komm, trinken! Ach, darum sollte ich aber den Pedal dafür benutzen. Ja, was denn jetzt? Ein Anhänger weniger, Renrock. Welle 3. Ah, hier darf man halt nur mit den. Hier kann man dann im Prinzip mit, nur mit da den. Bist du? Versuch es. Das wäre noch die Arena. Ich bin zu diesem Dinger genau verschwindet. Kann man hier nur mit den Dingen hier spielen. Okay. Du vor. Dass man hier nur mit denen spielen kann. Ja. Das hab ich kaum. Ah, ich höre dich. Kleines. Oh, du wirst bereut. Nicht ganz. Ich höre dich. Wir müssen in der Schule zusammen. Schon genug? Fertig? Freut euch nicht so früh. Was hast du? Komm mal her. Das war ein schwerer Fehler. Du hast das hier überlebst. Kurzion. Ihr seid schwach.
Welle 4, perfekt. Ich liebe es. Oho, du wieder, mein Freund. Alles klar. Kutio. Gar nichts drohen, du. Drohen das. Sie. Was wollen wir starten? Krass. Weil dann kann man immer hier kämpfen. Das ist ja richtig krass, finde ich. Wahrscheinlich immer wieder mal. Aber das ist auch gar nicht mal so schlecht, das zum ersten Mal zu machen, so diese Arena. Hm.
Geil, da kann man immer wieder rein. Das ist echt mal krass. Das ist echt krass mit der Arena hier. Gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, aber erst morgen. Gute Nacht.